Ja, schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauende. Der folgende Film schließt an den Film Flüsse und Auen an, in dem wir ja auch aufs Ahrtal eingegangen sind. Das Besondere in dieser Zeit ist, dass wir aufgrund der gefährlichen Hochwässer nun langsam aber sicher beginnen, ein Flusstal als Ganzes zu betrachten. Das heißt gewissermaßen den Kasten, den so eine Aue in einem Tal darstellt, hervorgerufen vom Fluss und seinen extremen Hochwassern, zu erkennen als den Bereich, mit dem wir uns befassen müssen und den wir im besten Potenzial freihalten von Bebauung. Aber das ist an der A schon gar nicht mehr möglich. Also der Fluss früher ist im Grunde genommen einfach so eine schöne Landschaftsgeschichte, will ich mal sagen, mit Bäumen, Büschen, Fischen, Vögeln, Laufkäfern und was sie gerne hätten und natürlich auch wandernden Menschen darin. Und so wie die Aue bebaut wird, na, da wird es natürlich ein bisschen kritisch. Und wenn wir in die Aue dann auch noch Verfüllungen reingeben, irgendwelche Halden oder Altarme verfüllen, dann entsteht die moderne Aue. Und diese moderne Aue, da gibt es einerseits die Verfüllungen irgendwo außerhalb, aber eben, Achtung, mitten in der Aue. Und da gibt es diesen korrigierten Fluss. Das zeigt dieser kleine Pfeil jetzt an. So, da ist der korrigierte Fluss. Und dieser korrigierte Fluss, der hat es in sich. Das ganze Tal kann natürlich von diesem korrigierten Fluss aus überflutet werden. Der korrigierte Fluss, der wird irgendwann bordvoll durchflossen und wenn das Bord voll ist, dann läuft es über den Bord hinweg in die Aue. Wenn jetzt die Aue tief genug liegt, dann bedeutet das, dass im Fluss der Pegel nicht so schnell ansteigt, weil ja ganz viel Wasser nach links und rechts weg kann. Das ist die natürliche Retentionsfunktion des Flusses. Das kennen wir von relativ intakten Fließgewässern. Gibt es wunderbare Untersuchungen drüber. Für die A müssen wir sagen, das gesamte Tal kann auch weiterhin überflutet werden, ganz egal, was wir in den nächsten Jahren an Sanierungsmaßnahmen durchführen werden. Und da steht auch in unserem Kopf, diese Überflutungen finden statt, ganz egal, ob oder wie viele Häuser dort in der Niederung stehen. Und dann müssen wir einfach feststellen und müssen dazu stehen, daraus resultiert, was unser Menschenverstand dann gerne als Katastrophe bezeichnet. Aber nach allem, womit wir uns jetzt inzwischen beschäftigt haben, wissen wir, der Fluss trägt daran gar keine Schuld. Na? Ein Mensch in einer Zwangsjacke rastet aus, weil er Platz haben will. Der Fluss macht das genauso. Aber beide wurden sozusagen geknebelt oder begrenzt und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn da was passiert. Das makabre Bild ist vielleicht wirklich gut, um uns vorstellen zu lassen, dass so ein Fluss wirklich gewissermaßen eine Persönlichkeit hat. Nicht umsonst spricht man vom größten Fluss in Deutschland, vom Vater Rhein. Ja, da steckt ja sehr vieles drin. Und die Menschen früher haben Flüssen Namen gegeben, manchmal sogar nach Heiligen. Aber die Fließgewässer hatten eine Bedeutung. Und wir heute mit unserem sogenannten kühlen naturwissenschaftlichen Sachverstand sind in diesen Jahren gut beraten, wenn wir damit ein bisschen vorsichtiger sind und dann tatsächlich manchmal rübergucken, was steckte denn hinter dem Vater Rhein? So. Es entstehen Katastrophen in einem derart bebauten Flussgebiet und daran trägt der Fluss keine Schuld. Und das können wir auch so ohne weiteres niemandem mehr sagen. Der Bürgermeister so und so oder die Bürgermeisterin so und so hätten Schuld. Aber eben auch das Klima nicht. Das sind nur Ausflüchte. Ja, denn bei uns entscheidet niemand allein und das Klima ist sowieso ein ganz eigenes. Die Statistik der Hochwässer an der A ist meines Erachtens dazu belegt. Ja, die Zukunft des Ahrtals bringt also weiterhin Hochwasser. Da kommen wir nicht drum rum. Und damit werden wir auch weitere Katastrophen haben. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können die Katastrophen mildern. Dazu gehört das Ganze einfach, wo immer möglich, müssen wir die Aue absenken.
das habe ich in diesem Bild hier dargestellt. Da, wo diese kleinen grünen Bereiche sind, da muss das Zeug weggeräumt werden. Und insgesamt können wir durchaus noch tiefer gehen und weitere Gerinne herstellen. Also wir können die Katastrophen mit der Zeit reduzieren. Eine Absenkung auf Tranchot-Niveau. Ich zeige mal hier so eine Tranchot-Karte. Und bei Gelegenheit sollten wir hier auch mal einen Film zu Ehren des französischen Geometers und Landschaftskundlers Tranchot aus den alten napoleonischen Zeiten um 1800, 1805 aufnehmen. Das ist mal ein eigenes Thema. Wir senken auf das Tranchot-Niveau ab. Wenn wir das machen und wir haben unseren Fluss A, dann wird er bei Bordvoll ein Riesenvolumen füllen können. Dafür müssen wir nochmal alle Auffüllungen und Halden entfernen. Also wo immer mal ein Seitenarm von der A aus natürlicher Entwicklung war, sollen wir den wieder freilegen. Wo immer er abgefüllt wurde, müssen wir ihn so weit runter wieder freilegen, wie das ursprüngliche Niveau war. Und im Zuge der Katastrophe wurden im Gebiet eine ganze Reihe von Halden aufgetürmt. Das hat alles seine Gründe. Aber die dürfen wir da nicht lassen. Die Halden müssen alle weg. Und wir sind uns bewusst, dass das schwierig ist, weil das Material, was wir da vor uns haben, zum Teil belastet ist. Da müssen wir uns was überlegen. Irgendwelche alten Steinbrüche verfüllen, eine Sondermülldeponie. Das ist unsere Gesellschaft, dass wir sowas brauchen, ja? Also müssen wir das auch tun. Es dient ja den Menschen. Jetzt ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ja im vorhergehenden Film gesagt, da will jemand einen Weinberg machen, da will jemand noch eine andere Nutzung machen. Der Weinberg darf nicht aufgefüllt werden. Das muss ich hier konkretisieren. Wenn wirklich einer an der Stelle, wo sein Grundbesitz ist, darauf besteht, wie man so sagt, auf Teufel komm raus, seinen Weinberg da zu behalten, dann soll er ihn eben auf abgesenktem Niveau betreiben. Dann empfehle ich, ein sehr grobes Substrat einzubringen, also praktisch Schiefer von irgendeiner Halde. Und dann hat dieser Wein über den Boden eine entsprechende Reflexion. Und wir wissen, dass in der Auenniederung kein doller Wein wächst, aber man kann ihn besser machen. Und dann ist Genüge getan. Aber wir wissen natürlich, beim nächsten Hochwasser schwimmt das wieder weg, die ganze Anlage. Und die Empfehlung ist eher an solche Winzer, Mensch, versucht, eine Flurbereinigung zu kriegen und ein gutes Stück Land zu erschließen, wo ihr euren Wein bauen dürft. Ja, wenn das aber nicht geht, alle Nutzungen in die tiefer gelegte Situation. Das kann auch mal ein Campingplatz sein, aber der muss natürlich kurzfristig räumbar sein. Das muss den dortigen Campern gesagt werden. Und die Landwirte, die ihre Rinder oder Schafe dort weiden, die wissen das genauso. Aber dann haben wir den Retentionsraum. Also auch im tiefer gelegten Auengebiet ist Nutzung möglich. Das gilt zum Beispiel auch für die ganzen Parkanlagen in Bad Neuenahr. Da, wo sie großen Bäume sind, werden wir in den überhaupt nichts tun. Wir werden deren Wurzeln nicht schädigen. Aber das sind zum Teil Wiesen, die können wir absenken. Und dann kann man da unten Boccia spielen, kann wunderschöne Bänke hinstellen und so weiter. Aber im Notfall, bordvoller Ablauf in Bad Neuenahr geht in die tiefer gelegte Wiese. Retentionsvolumina, also sogar mitten in der Stadt Bad Neuenahr. Wir haben das kartiert, das ist gar nicht so wenig. Was ist die Conclusio? Sagen wir mal, die A hätte im Prinzip zwei Typen. Einmal ein relativ breites Tal und einmal ein relativ schmales Tal. Fangen wir mit dem letzten an. Die A ist ein Fluss, der von Natur aus zur Verzweigung neigt. Wo das Tal aber von Natur aus eng ist, bildet sich in der Regel doch nur ein Arm oder eine ganz schmale Insel aus. Folglich werden wir dort, wo die A-Niederung schmal ist, die typische Austiefung machen, Tieferlegung von altem Nutzland und so weiter. Aber wir werden nur einen Flusslauf dort finden. Vielleicht mit einer kleinen Insel. Man denke jetzt zum Beispiel an Maischaus. So, wo die A sich ein bisschen erweitert, das könnte jetzt zum Beispiel bei Heimersheim, aber auch weiter im Oberlauf sein, wo sich die A erweitert, da können wir mehrere Gerinne machen, da können wir dem Typus des Flusses entsprechen und können eben sogar zwei bis drei Arme vorbereiten.
Das macht man mit dem Bagger ganz einfach. Da gibt's Initialbaggerungen. Man wartet das nächste Hochwasser ab und schon tut ihr's. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass in dieser breiteren Aue keiner von diesen Armen beliebig lange überwiegend das Wasser abnimmt, damit der nicht zu tief wird. Wir haben eine breite Aue freigelegt. Wir haben ein Riesenretentionsgebiet. Wir müssen nicht mehr erreichen, dass die Aue tiefer gelegt wird. Und dazu haben wir jetzt diese beiden Bildchen. Die schmale Aue, ja, und die breite Aue mit den mehreren Armen. Wir können überall auch im Tal nutzen und die Uferzonen und Talhänge, die sind sowieso nutzbar wie bisher. Als Fazit von dem Ganzen würde es heißen, die unbebaute Aue, die machen wir so breit als möglich nutzbar für Hochwässer. Hochwässer haben unter Nutzbarkeit die Priorität. Die anderen Nutzbarkeiten durch uns Menschen bekommen auch ihren Raum. Es wäre denn, wir wären vielleicht vernünftig und würden Sonderkulturen aus der Aue rauslegen, weil es ja da auch Kälteseen gibt und so weiter. Aber es ist ein spezieller Fall. Ja? So, und dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das im stark bebauten Raum? Wenn dort stellenweise tiefer gelegt wird, wir haben ja zum Beispiel schon mal, als die Recherbrücke, die Nepomuk-Brücke noch vorhanden war, haben wir ja auch mal gesagt, dann kann man doch direkt neben der Rechbrücke einen tieferen Ablass gewissermaßen machen, damit das Wasser da abgezogen wird. Und wenn man sowas in Bereichen von Bad Neuenahr auch machen will, dann kann man das machen. Da wäre dann akzeptabel der Begriff Opferstrecke. Aber bitte, sehr verehrte Damen und Herren, das sollen wir uns nicht leicht machen. Das kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, von Juli 2021 bis Juli 2024 hatten wir aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen lange Zeit. Bitte, jetzt darf nichts überstürzt werden. Die nächsten 2-3 Monate, wenn sie alle wieder aus dem Urlaub sind, richtig Brainstorming machen und sagen, Leute, das sind die Szenarien, das und das machen wir jetzt. Und dann geht man wirklich auf ganz breiter Ebene an den Fluss ran, legt die Aue tiefer, bereitet mehrere Gerinne vor, wo die Aue breit genug ist, spricht mit den Bauern, organisiert die Flurbereinigung und so weiter. Ja? Und dann hören wir auf mit der Drainage in den Wäldern oben an den Hängen. Wir bauen auch die Drainagen in den Weinbergen um, die jetzt das Wasser senkrecht den Hang runterführen. Auch auf den Weinbergen, die so wunderbar da offen liegen, brauchen wir Retention. Und die früheren Weinnutzer haben das viel besser gemacht. Die hatten diese hangparallelen Terrassen. Können wir uns ja zum Teil noch angucken. Sind ja noch welche übrig. Aber wir müssen zumindest für den Wasserabfluss so etwas schaffen. Hangparallele Wasserführung. Weinberge, Wälder des Ahrgebirges und das Grünland oben drüber. Das müssen wir uns ganz genau angucken. Wo soll keine Wiesenverdichtung mehr stattfinden? Wenn wir dieses umfangreiche Paket schnüren und uns das eine oder andere noch einfällt, dann wird die Aar zum Modellfall für Deutschland und Europa. Und dann steht da eines Tages unten drunter, wir haben alle Anforderungen von Natura 2000 berücksichtigt. Wir haben alle Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt. Ja, das geht. Das haben wir jetzt immer noch möglich. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und ich wünsche den Flüssen, die so ähnlich sind wie die Aar, beste Entwicklung, beste Zukunft, beste Vision. Ade.